Und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Episode 1, hier die Power Battles. Im letzten Part sind wir in Feed gewesen, Feed, wie auch immer man das nennt. Jetzt zumindest in dem, ich sag mal, Vorhof des Palasts. Und jetzt sind wir im Palast drin, um Königin Amidala zu retten. Ich war doch relativ überrascht, dass wir doch gut vorangekommen sind. Also das Level war nicht so scheiße wie das vorherige. Und wir hoffen mal, dass es dabei bleibt. Es sollte natürlich schwieriger werden, das Spiel, aber ich sag mal, das kann man vielleicht auf andere Arten und Weisen machen. So. Vielleicht liegt es auch daran, dass es wenig Plattforming gab, wo man runtergeschossen werden konnte. Das waren ja auch häufige Tode. Ich meine, wir haben jetzt auf jeden Fall viele Feinde und ehrlich gesagt könnte ich an die wieder alle vorbeirennen, wenn ich will. Aber wir haben ja auch gelernt, dass wir Punkte kriegen. Oder so. Und es könnte sein, dass sich das auf unseren Charakter auswirkt, den wir irgendwie mehr oder weniger leveln können. Wir merken auf jeden Fall schon, dass wir mehr Leben haben. Also, aber was das betrifft, man kann natürlich alte Level wiederholen. Das heißt also, sollten wir wirklich an einem Punkt angelangen, wo wir merken, oh Scheiße, es geht nicht mehr, könnte man theoretisch alte Level spielen, um den Charakter ein bisschen aufzupowern. Habe ich ja sogar schon einmal gemacht, unfreiwillig, mit Naboo. Von daher ist das vielleicht alles gar nicht so schlecht. Uah! Wirklich diese Roten, ne? Die sind so extrem, Mann. Ja, und ich weiß, ich könnte sie anvisieren, aber gegen mehrere anvisieren finde ich auch schwierig. Das geht immer nur bei einem Feind ganz gut. Alter, das ist wirklich ein Jinjutsu-Meister, ohne Scheiß. Diese Droiden aber auch. So, okay, was haben wir hier, hier, hier? Ich lock sie mal alle zu mir hin, damit ich was machen kann. Ich habe ehrlich gehofft, ich habe eine Bombe. Das ist ja auch ein Trick. Okay, wir gucken mal, ob wir hier irgendwo eine Bombe finden. Und dann schmeißen wir die alle gegen die. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Naja. Sehr ungewiss. Wir haben auf jeden Fall jetzt mehrere Richtungen. Das ist auch neu. Okay, ich glaube, mit der Bombe, darauf kann ich mich nicht verlassen. Dann machen wir es halt wieder mit dem Feigen verteidigen. Es funktioniert ja auch fantastisch. Gehen wir erstmal jetzt nach rechts oder wahrscheinlich führt das beides den Weg hinauf. Oh Gott. Ja, doch, jetzt sind wir doch wieder so im Naboo. Es hat schon Naboo-Maßstäbe, wo wieder 1000 Droiden kommen und einfach nur verteidigt, damit sie sich gegenseitig abschießen. So, alles klar. Okay, ich muss mal sagen, ich müsste mehr den A-Move. Ach ja, wie wär's, wenn wir mal die Combo üben? Das wäre doch eine Idee. Okay, das würde ich aber dann wahrscheinlich machen, wenn wir keinen Droiden vor uns haben. Also war ja Viereck, Viereck, warte, Viereck, Viereck, Dreieck, Viereck. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, weil wenn ich jetzt Viereck mache, kann ich nicht danach Viereck. Aber wenn ich direkt im Move Viereck einsetze, dann macht den zweiten Schlag. Warte, dann mache ich mal Viereck, Viereck, Dreieck, so. Viereck, warte, ein, Moment. Viereck, Viereck. Okay. Nochmal. Ah ja, das sind ja richtige Street Fighter Timings hier. So, aber das war jetzt nur Viereck, Viereck, Dreieck. Dann soll ich noch Viereck eigentlich nutzen. Aber nach einer längeren Pause. Ich weiß nicht, ob das. Ich meine, das macht wahrscheinlich viel Schaden, oder? Na, wir werden ja von allen Seiten beschossen. Da macht es jetzt keinen Sinn. Wenn er mal ein bisschen näher kommen würde. Nö, der will lieber schießen. Ja, gut. Ja, also, wie gesagt, mit den Kombos ist es so eine Sache. Also, da muss man auch erstmal den Weg finden, wo es angemessen ist, zu versuchen, so eine Kombo auszuführen. Ich denke mir so, am Ende ist es vielleicht gerade so bei so Droiden. Vielleicht gibt es ja noch Gegner, wo es Sinn macht, aber aktuell denke ich mir so bei Droiden, ich kann einfach draufhauen. Ich kann aber das hier machen. Oh Gott, das ist wieder 1000 Schüsse. Jetzt müssen wir halt wieder getimed blocken. Also, ich muss sagen, das Spiel hat echt an sich gute Ansätze, aber irgendwie sind die teilweise sehr rau in der Umsetzung. Eigentlich mag ich ja solche Spiele. Aber, oh, was ist mit dem hier? Oh Gott. Da sollten wir lieber unsere Macht direkt einsetzen. Holy shit, Alter. Solche Waffendruiden habe ich noch nie in den Filmen gesehen. Also, die sind schon extrem. Aber man muss ja irgendwie neue Gegnerarten haben in dem Spiel. Dann nimmt man halt immer eine ähnliche, die man umfärbt, die man ein bisschen größer, ein bisschen massiver macht. Ich meine, es könnten auch diese Raketenwerfer-Droiden sein. Nur komplett grau und größer, ne? Aber die machen auch irgendwelche Wrestling-Moves. Ach, vielleicht können wir jetzt mal unsere Kombos ein. Shit. Ja, ich krieg das aber leider in der Hitze des Gefechts nicht hin, die Kombo.
Aber es ist auch egal, weil ich meine, im Prinzip macht es ja alles dasselbe, ne? Denke ich mir auch so, vielleicht sind ja die Luftkombos, vielleicht sind die ja praktischer, weil die könnten wir vielleicht noch für was gebrauchen. Ich denke mal, hier mache ich so und dann hat sich die Sache. Oh Gott, okay, wir gehen jetzt gerade zurück, das ist mir bewusst. Aber hauen noch eben die hier um. Oh, wieder so ein Orangener, die einen so Meter weit wegschleudern können beim Moment. Oh, und nicht nur das, die haben einfach eine unfassbar gute Verteidigung. Ja, sehr schön. Baller deinen Freund mal schön in den Rücken. Ja, gucken wir mal kurz, ob hier noch was wäre. Nee. Nee. Anscheinend nicht. Okay. Macht keinen Sinn. Also gehen wir jetzt nach vorne. Ich hoffe mal, dass wir dann den Checkpoint kriegen. Irgendwie. Okay, wir können durch die Fenster gehen, die nicht den sehr billigen Effekt haben beim Draufgehen. Und ja, jetzt habe ich die wirklich zu mir gelockt. Ja, komm, erledigen wir sie jetzt. Ich würd ja gerne meinen Big Jim hier einsetzen, den ich in der Hand halte. Tut mir leid, aber ich werde ja von allen Seiten beschossen, verdammt. Oh, fuck you. So. Jetzt durchs andere Fenster. Da war auch so die Kamera ein bisschen nach ausgerichtet. Okay, was hatten wir bekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ein Credit, ne? Nicht schlecht. War da nicht noch ein Fenster rechts? Ich meine, die Gegner sind doch jetzt erledigt. Genau, war noch ein Fenster. Also, was war das Grüne hier? Ach so, wieder irgendwas mit Laserschwert. Ich weiß nicht, wir haben immer ein langes und einmal so ein aufgeladenes. Ich nehme mal an, das aufgeladen macht nur mehr Schaden. Was wir jetzt bräuchten, wir Leben oder ein Checkpoint? Noch ein Qu Wow, 2 Credits. Wäre ich mit 5 gescheitert, ich jetzt 7. Also, wir haben hier auf jeden Fall genug Versuche, kann man sagen. Oh, schnell. Oh, ja, ich glaube, gerade bei so einem Feuer, ehrlich, einfach nur verteidigen. Das andere macht gerade keinen Sinn. So. Ist schon ein bisschen lächerlich. Aber ich muss sagen, ich mag's. Ich weiß nicht genau, ob es irgendwie am Plug-in liegt oder so. Aber wenn ich so auf den Boden gucke, wenn wir hier laufen, es gibt so einen leichten Glanzeffekt. Ihr seht es ja, es gibt so eine Reflexion tatsächlich. Das finde ich tatsächlich ziemlich gut für so ein Spiel dieser Art. Also, dass hier wirklich der Boden reflektiert oder ob das irgendwie so, also wirklich so durchsichtig. Also, man hat wirklich das Gefühl, das ist wirklich nur ein grafisches Detail, ich habe das Gefühl, der Boden glänzt. Haben sie immerhin gar nicht so schlecht gemacht. Das noch ein Leben sogar geschenkt. Ja, und, okay, der war ein bisschen davor, ne? Ja, bei den Droidekas denke ich mir auch wieder, ey, einfach nur. Oh Gott. Die Typen sind da, mit denen ist nicht zu spaßen. Wir lassen die einfach abballern. Und jetzt hier rüber. Okay, der andere Droideka scheint gerade nicht mich treffen zu wollen. Ein bisschen sinnlos gerade. Ich weiß, ich kann einfach das Leben nehmen und mich dann verduften. Oh fuck, Okay, vorsichtig, vorsichtig. Mit Baby-Steps. Ich weiß halt nicht, wann die aufhören zu schießen. Okay, jetzt ist er im Nahkampfmodus. Oh fuck, das war ein Fehler, glaube ich. Oh ne, es geht. Okay. Also wir wissen, wenn wir überschwemmt mit Leben. Also wirklich. Oh nein! Oh, okay. Ich werde jetzt nicht mehr die Taste vom Block lassen. Was ist mit denen los? Die schießen nicht mehr. Die haben dazugelernt. Einfach auch in der Hoffnung, dass die irgendwie mal. Komm, lass mich nur zum Leben. Ich will nur zum Leben. Danach ist gut. Oh Gott, ich muss aufpassen. Also wir haben immer noch keinen Checkpoint. Also wir kriegen jetzt zwar ordentlich Leben, aber mit. Ne, also jetzt gerade einmal. Also wir kriegen ordentlich Leben mit Credits, meine ich. Aber so eine rote Kugel, ne? Da sind sie zu geizig. Auf einmal. Es ist wirklich diese ungleiche Verteilung. Also da hätte man einfach ein bisschen Feintuning haben können. Ich glaube ja, die Sega Saturn-Version von dem Spiel soll ein bisschen ausgefeilter sein. So ein bisschen. Aber da gefällt mir der Grafikstil nicht. Der ist irgendwie zu poliert. Wobei, ne, nicht Saturn, das ist die Dreamcast-Version. Also irgendwie. Ich weiß nicht, ich komme da nicht so ganz mit dem Look. Ich brauche meine PS1 nostalgische Optik.
So, ich wollte es gerade. Ich wollte mir den Mund zahlen, aber ich war damit beschäftigt zu blocken. Tut mir leid. Alles klar. Aber ihr hört das ja nur. Oh, das gefällt mir gerade nicht. Was mit denen? Die können fliegen. Holy shit, Alter. Ich will den Teufel werde ich tun, das jetzt nicht erstmal zu blocken. Also hier hoch und. Auf ihn. Okay, der kann nicht auf mich drauf schießen, weil er. Oh. Okay, ich muss damit rechnen, dass er hier vorbeikommt, um mich einfach wegzuholen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Können wir hier durch? Ja, ist doch besser. Okay, das ist einfach nur aus Spaß an der Freude zum Zerstören. Ich komme hier nicht durch, oder? Ach, der verdammte Nieser gerade. Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt springe, er könnte kaum auf mich ballern. Ich würde gerne lieber, aber. Ach so, da muss ich natürlich getimed blocken. Ich versuch's noch einmal, sonst wird's ja zu langweilig. Alter. Das Problem ist, die kommen auch offscreen, die Schüsse. Da muss ich gute Reflexe haben. Hallöchen? Ach komm, egal jetzt. Einfach rüber, der kommt ja nur in. Uff. Ja, mit dem Timing ist ein bisschen hart. Okay, er ist eigentlich gleich erledigt. Also einmal noch getimed blocken, dann müsste es gehen. Dann mache ich das nochmal. Oh, nein. Oh, verdammt. Ich habe jetzt zu viel Schiss, weil ich höre noch andere Schüsse da hinten. Aber die Reflexe waren auch mal besser. Ach komm. Ich krieg's nicht auf die Kette. Scheiß drauf. Wir haben ja hier einen Checkpoint. Nee, einfach rüber. Ja, war klar. Okay, aber jetzt haben wir wieder volle Leben. Pff. Alter, wie könnt ihr mich bei da rein spawnen lassen? Was ist das für eine Scheiße? Alter. So einfach hier rüber schnell. Ich glaube sogar, der ist noch das geringste Problem, der fliegende Typ. Okay, warte, da kommt der. Weil der kommt ja nur in Intervallen, während die, wo wir hochspringen, die kommen ja immer. Ja. Ich finde es aber cool, dass deren Schüsse dann auch die Fenster zerstören, nur dass das natürlich dumm aussieht. Auch schön, dass wir Punkte dafür kriegen, dass wir hier einfach das Palastzubehör, ne, also die Fenster vom Palast einschlagen. Also das Spiel fördert schon irgendwo Vandalismus. Okay, jetzt auch rüber, ja. Was so? Ich meine, es ist ja kein böser Palast, wo wir das machen. So, haben wir ihn abgeballert? Ich glaube, ich habe das gehört. So, aber bei ihm? So, sehr schön. Jetzt können wir hier beruhigt rübergehen. Gut, wenn wir das so machen, geht's ja. Ich denke mir manchmal, bei irgendeinem Fenster, vielleicht ist da dann doch noch was. Oh Gott, jetzt muss ich es mit der räumlichen Tiefe. Oh Gott. Wie gesagt, der Charakter bewegt sich zur Kamera, teilweise hängt der dann da so eine blöde Kante, da muss ich wirklich aufpassen. Aber noch sind die Sprünge nicht zu weit. Ich könnte mir vorstellen, dass man, also wenn ich ein Designer wäre, ich würde da rechts was verstecken. Aber so, dass man vielleicht noch leicht eine Kante sieht, wenn man am Rand geht. Aber sowas traue ich denen jetzt hier nicht zu. Oh. Vielleicht ein bisschen mit Spatzen auf Kanonen da gleich die Macht einzusetzen bei so ein paar ockerfarbenen Druiden. Ist jetzt nicht das Gelbe vom einen. Okay, da gibt es jetzt zwei Wege. Nee, erstmal hier hoch. Ich nehme mal an, das ist auch der Pfad, wo es weitergeht. Ich meine, ich finde ihn halt schwieriger zu erreichen. Ich denke mir immer, der schwieriger zu erreichende Pfad ist doch meistens der optionale. Geh jetzt hier einfach mal lang, soll ich drauf gehen? Geh mal den anderen Weg, um zu gucken, was dich dahinter verbirgt. Und oh Gott, ich dachte schon, das ist irgendwie so ein kleiner Balk oder so eine Scheiße. Ja, jetzt habe ich den Falschen erwischt. Na, das war's dann. Müssen wir mal gucken, jetzt über hier klarkommen. Uff. Ja, oh. Schon. Ja, gut, also X, also die sehen zwar groß und massiv aus, aber wenn ich einfach X spamme, beziehungsweise 4X spamme, ich sag ja X, weil ich spiele mit Xbox-Controller, dann haben sie keine Chance.
Ja, so ganz so puristisch bin ich scheinbar nicht, ne, wenn ich dann hier mit dem PS1-Emulator mit dem Xbox-Controller spiele, aber das ist mir ehrlich gesagt Jacke wie Hose. So, also weil es ja letztlich sich von den Unterschieden finde ich es relativ marginal. Ich weiß nicht, wie ihr es mit Controllern handhabt. Die sind natürlich unterschiedlich bequem, würde ich fast sagen. Aber ich würde nicht sagen, ich kann mit Controller X besser spielen als mit Controller Y. Also es gibt ja so manche, die stellen sich so an. Kann ich schwer nachvollziehen, weil ich mir so denke, ja gut, dann sind bei der PlayStation eben die Knöppel mittig gelegen. Dann halte ich die Daumen halt was weiter unten. Und bei der Xbox halt so versetzt, aber das ist ja danach, wie die Tasten zu erreichen sind, kein Unterschied. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich dasselbe Spiel mit einem Xbox oder PlayStation Controller oder was die Switch da anbietet, also selbst hier mit einer Remote Fernbedienung oder so, habe ich keinen Unterschied gespürt. Ich denke, da würde sich keine Änderung einstellen. Also auch nicht von wegen, ich muss mich erst dran gewöhnen. Für mich ist der Input in dem Sinne so streamlined, dass es eigentlich nicht irgendwie anders ist. Anders als würde ich jetzt mit Maus und Tastatur spielen. Das wäre eine ganz andere Frage. Und oh, ich habe darum gebetet, dass die jetzt nicht angreifen. Und ich sehe ja schon eine Bombe. Wobei, während ich jetzt hier so rumrenne, scheine ich die jetzt auch nicht mehr nötig zu haben. Ach, wisst ihr was? Sei es drum. Ich scheiße drauf. Ja, hat ja auch viel gebracht, ey. So eine Scheiße. Okay. Was ist das hier für ein Palast eigentlich? Also, wir sind jetzt an der Außenwand. Gibt es da keinen besseren Weg? Nein, die sind ja verschlossen. Wir kommen hier nicht durch. Und wir haben immer noch keinen Checkpoint, ne? Das gefällt mir nicht. Upsala, weil wir haben ja so viele Sprungpassagen uns sofort erledigen könnten. Ah, nee, ich springe nicht nach links. Auf keinen Fall tue ich das. Ich muss mal kurz noch die Nase halten. Moment. Ja, Entschuldigung. Also der Nisa, das ist, glaube ich, der Anbeginn einer Erkältung. Ne? Ich rechne mal damit, dass in den nächsten 2 Wochen keine Parts kommen. Kleiner Spaß am Rande, wer weiß, wie das so ist. Es ist ja aktuell in letzter Zeit wieder sehr schwankend mit den Temperaturen. Und das ist für mich immer der Moment, wo es ein Problem wird. Und ich habe das Gefühl, das war jetzt hier nur Bonus. Also muss ich doch nach links. Okay. Rüber. Ich kriege immer Panik, wenn sich die Kamera dabei nicht mitbewegt. Oder ich mache mir manchmal Sorgen, ich mache jetzt hier so einen Doppelsprung und das Spiel registriert das als, nö, du hast zu lange gebraucht. Oder beziehungsweise was zu lange in der Luft, also stirbst du jetzt. Ho! Ho! Komm her, Junge. Oh. So, jetzt hier wieder. Upsala. So, ich denke mal, die Höhe sollte nicht tödlich sein. Das sollte dann gehen. So, sehr schön. Ups, der Strauch. Mann, den Strauch haben sie weggeballert, aber ich kann nicht dagegen laufen. Bitteschön. Aha, irgendwie, ich weiß nicht, das wird dem Timing nicht so einfach für mich. So, also das konnte ich mal besser, glaube ich. Da merkt man, dass man alt wird. Puh, okay, jetzt haben wir immerhin unseren Checkpoint. Dann müssen wir mal schauen. Ja, ist jetzt gerade ein bisschen, gerade die Nase so ein bisschen. Aber auf jeden Fall für den nächsten Part erstmal ein paar Taschentücher dazu holen. Alter Junge! Hör mir auf! Also diese Roten sind echt solche Meister der Kampfsport, der Kampfkunst. Es ist so, ich weiß nicht, also gerade hab ich so mitbegriffen. Ansonsten, ich weiß, warum, ja, warum soll ich den jetzt wiederholen? Ich versuche es mir schön zu reden, dass ich die Punkte brauche. Auch wenn ich es wirklich nicht genau weiß. So, okay, jetzt endlich. Boah, okay, der ist richtig schön weggeflogen. So, ansonsten Artus. Ah, fuck, okay. Alter, ist gut. Ich komme hier raus. Okay, nein, ich kann das nicht zerstören. Ja, doch, ich kann das zerstören. Es gibt Punkte. Also wirklich, das Spiel fördert Vandalismus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh fuck, okay. Das soll zufällig sein. Vielleicht ist das jetzt zufällig gut. Und es ist zufällig gut. Okay. Sehr schön. Da haben wir das Schwein gehabt. Vielleicht ist das ja immer dann gut, wenn man in der Klemme steckt und umgekehrt. Ja, ich dachte mir jetzt, fuck it. Weil er ist trotzdem nicht gestorben durch die Bombe. Ja, wie gesagt, ich nehme jetzt mit einfach, weil wenn wir Punkte brauchen. Alter, jetzt hör doch. Ich weiß nicht, wie ich ihn daran hindere. Vielleicht brauche ich ja da die Kombos. Okay, ich würde mal gerne. Oh nein, nein, ich versuch's gar nicht.
Ich wollte jetzt die Kombo versuchen. Aber dann. Ja, sehr schön. Und es hat anscheinend viel Schaden gemacht. Also zumindest scheint die Kombo irgendwas zu bringen. Also ich bin mal gespannt, wenn wir irgendwann mal gegen Darth Maul kämpfen. Ob es dann ein Problem wird. Wenn ich da nicht irgendwie groß mit Kombos hantieren kann. Es wird sicherlich eh extrem für mich undurchsichtig zu sein, wie was man da machen muss, wie man das machen muss. Und am Ende werde ich irgendeine Cheese-Taktik finden, um ihn dann zu erledigen. So wird das wahrscheinlich wieder laufen. Wir kennen das doch von den alten Spielen, nicht wahr? Aber erstmal müssen wir zu Darth Maul natürlich kommen. Wer weiß denn, mit was das Spiel uns hier noch quälen möchte. Okay, sehr schön. Ach, guck mal, jetzt können wir einfach hier außen vorbeirennen. Das war jetzt verschwendet. Die können das einreißen. Ach, wisst ihr was? An denen rennen wir jetzt mal vorbei. Ich denke, das ist jetzt auch mal angemessen. Komm, den nehmen wir noch mit, wenn es geht. Aber wir stehen in einer sehr ungünstigen Position. Uff. Oh! Holy shit, Kollege. Ich bin nicht tot. Von dem Fall? Oh, das wäre so geil, wenn wir jetzt einen Sequence Break gefunden hätten und ich normalerweise gestorben wäre. Jedenfalls hier ein Leben. Aber nee, man... Nein! Oh, was? Ja, ohne Scheiß! Ich meine, wir haben hier gerade das Leben direkt aufgesammelt. Moment, haben sich die Punkte eigentlich zurückgesetzt, wenn wir sterben? Das wäre die nächste Frage. Da muss ich mal drauf achten. No, das sammeln wir nicht auf. Und zwar, wie das mit den Punkten ist. Ich gehe mal hier vorbei. So. Okay, jetzt komm, wir nehmen die jetzt mal. Ne, ich will nichts. Ich nehme nichts mit. Weil das ist mir jetzt wirklich scheißegal. So, jetzt euch könnte ich killen. Der Rote ist auf jeden Fall wichtig. So. Wie gesagt, ich fühle mich so ein bisschen schlecht. Ich versuche so einen Mix zu finden. Aber gerade diese Roten, die kann ich eigentlich nur blocken. Und die sind jetzt voll. Out of sight, wie man so schön sagt, ne? Moment, ein Kombo. Ein Kombo. Ja. Haben wir noch nicht so ganz raus. Okay, warte mal. Ich kann sie nicht sehen. Ich glaube fast. Ich glaube, die treffen mich auch nicht mehr. Jetzt ist hier eine unsichtbare. Nee, doch nicht. Also wird da eine unsichtbare Wand kommen, bis ich dann irgendwie von dem anderen Winkel reingehe. Naja. So, okay, das reicht. Jetzt bin ich zufrieden. So, Leben respawnen, ja, wie wir wissen. Bin jetzt trotzdem riskant, weil wir sehen die Säule, glaube ich, schwer. Moment, hier. So, da ist nämlich die Säule. Wir müssen erstmal sorgen, dass wir nicht irgendwie interferiert werden können. Wenn wir versuchen, irgendwie die Tiefe einzuschätzen. Das geht gar nicht. Das ist eine unsichtbare Wand. Okay, wie geht das hier? Ja, hier geht das. Geh hoch. Oh. Nein, oh, aufpassen. Ich lasse mich jetzt ganz normal fallen. Alles in Ordnung. Ich tue nichts Böses. Das können wir nicht zerstören, das Grabmal. Oder verschieben. Weil es sieht hier schon wieder irgendwie nach was aus. Also hier. Oh. Ah, okay, wir müssen lang auch. Okay. Dann habe ich wahrscheinlich wieder irgendwas übersprungen. Ach, da ist wieder ein Zivilist. Oh, sehr schön. War es das Level? Oder sind wir jetzt im Geheimpfad? Kein Boss? Ah, okay. Nee. Ich glaube, ein Boss wird es immer am Ende geben. Okay, es kann sein, dass wir einiges übersehen haben oder übersprungen. Ich weiß es nicht genau. Aber ich denke, das ist schon in Ordnung. Ja, okay. Ein bisschen Heilung brauchen wir ja. Es fühlt sich halt immer verschwendet an, wenn man eigentlich noch relativ gut aufgestellt ist. Okay, nach den Upgrades zu urteilen, wird hier der nächste Boss kommen. Das ist ein geheimer Pfad, ja? Also, wenn er wirklich so geheim ist, dann sollten ja auch keine Gegner auftauchen. Ach nee, wir sind jetzt schon im Palast. Ah, da haben wir ihn den... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ist. Es gibt ja so ein Rad, ne? Oder so irgendwie an der Stelle. Das ist wahrscheinlich so ein Typ. Und wahrscheinlich hat er hier diesen Putsch angezettelt. Ich habe keine Ahnung mehr von der Handlung. Und wie viel man davon im Film dann sieht... Und kommt das Help jetzt von der Königin? Das ist doch nicht Amidala, oder? Das
doch irgendeine andere Ministerin dann. Ja, hatte doch so rote Roben an. Ja, auf jeden Fall ziemlich erbärmlich. Für die Position, die diese Person bekleidet, hier um hilflos um Hilfe zu schreien. Wenn sie doch sieht, dass wir zur Tat schreiten, als Jedi. So, ja, jetzt gibt Ruhe. Gib Ruhe! Wir haben die befreit, aber anscheinend ist es ja nicht so wichtig wie in einem anderen Level. Wobei natürlich die, wo die Zivilisten gezählt wurden. Ja, weiter hier, oder taucht hier noch was auf? Oder müssen wir jetzt hier so Wellen abwehren von Feinden, die hier auftauchen? Es geht nicht weiter. Ach so, jetzt muss ich jetzt vielleicht zu der Ministerin hin. Your Royal Highness, I'm here to escort you to safety. We must reach my starship in the hangar if we hope to escape. Follow me. Ach, das ist die Königin? What the fuck? Also ihr werdet wahrscheinlich wirklich mit der Hand vor der Stirn schlagen, dass ich hier... Es ist halt wirklich eine lange Zeit her, dass ich hier Episode 1 gesehen habe. Ist das jetzt eine Escort-Mission? Ich sehe hier keine Lebensbalken davor. Habe ich keinen Grund der Annahme. Das hätte im letzten Level eine Escort-Mission sein können. Was haben wir da oben wieder? Alter, cool. Boah. So. Also die wartet hier ganz genüsslich. Also es scheint ja hier gar nicht so dringend zu sein, ne? Ja, mach mal die Droiden platt. So, und jetzt rennt sie auf einmal wieder. Okay. Naja gut. Ich meine, man hätte daraus eine Escort-Mission machen können. Sag ich mal, um es interessanter zu machen. Ich schätze mal, so wie das Spiel funktioniert, sollte ich sogar froh sein, dass das nicht der Fall ist. Aber ja. Ich weiß nicht, also Escort-Missionen haben ja immer einen ziemlich miesen Ruf. Und ich denke mal, das liegt einfach in der Natur der Sache. Ich glaube, man kann das sonst wie gestalten. Ich nehme das jetzt mal nicht, weil ich weiß nicht, was mit meinem Leben passieren wird. Man kann das sonst wie gestalten. Leute werden darüber meckern, außer natürlich, es ist gar keine richtige Escort-Mission, wie zum Beispiel in Bioshock Infinite, wo quasi die Figur, die man beschützen soll, eigentlich unbesiegbar ist. Und dann wird das plötzlich als die beste Escort-Mission. Also das kann man immer merken. Also wenn Leute eine gute Escort-Mission anmerken, dann meistens eine, wo man eigentlich auf nichts achten muss. Aber das ist für mich eben kein Escort. Also die Leute sind im Prinzip einfach nicht zugeneigt. Es ist nicht so, dass es scheiße umgesetzt ist. Denke ich mir. Also wenn selbst bei Resident Evil 4, wo es ja wirklich, wirklich kein Thema eigentlich ist, wenn selbst da sich irgendwie bei Ashley beschwert wird, dann ist mir jetzt ziemlich klar, nö, natürlich nervt das Leute, weil es beinhaltet einfach Dinge, auf die man achten muss. Ne, also auf einen zweiten Lebensbalken macht das Spiel ja irgendwo anspruchsvoller, aber kann es halt auch interessant machen. Aber an dem Moment denkt der Spieler nur, oh, es nervt, ich muss auf mehr Sachen achten und ich finde es echt schwer. Warte mal, ich glaube, ich muss die Combo einsetzen. Ja, okay, mit der Combo geht's. Okay, sehr schön. Solche Gegner, es ist wichtig, solche Gegner einzuführen. Jetzt traue ich mich mal, das aufzusammeln. Ja, sehr schön. Okay, ich habe das Gefühl, ich werde eher belohnt, wenn meine Leben niedrig sind. Okay, dann hier müssen wir wieder verteilen, bis wir da nah genug dran sind. So ein Druidika sollte eigentlich im Nahkampf gar nichts reißen können. Ich meine, schaut euch seine dürren Ärmchen an. Nicht, dass es bei den Druiden anders ist, aber... Okay, also da hat selbst die Kombo nicht so viel gebracht. Müssen wir aber noch andere Kombos ansehen. Das kann man, glaube ich, nicht, wenn ich hier Start mache. Ne, na, doch, Controls... Ach, nee. Okay. Okay, wie komme ich in den... Boah, ich habe irgendwie Angst, dass ich jetzt irgendwas beende. Also hier mit Kombo und so ist nix. Na denn? Also Credits haben wir ja wirklich genug, aber ich frage mich, wie lange das Level geht, weil... ich mag es ja, die Part etwas kürzer zu fassen. Jetzt haben wir doch schon wieder einen recht langen Part, einfach weil es so gut läuft. Deswegen, ich würde schon gerne das Level noch in dem Part beenden, aber ich weiß halt nicht, wie lange das jetzt noch geht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mehr an den Gegner hätte vorbeilaufen können, also diesen Druidika zum Beispiel. Ich meine, das ist jetzt ein No-Brainer, den zu erledigen. Und er gibt uns 300 Punkte, Mann. Also 300 Punkte sind ja jetzt auch nicht das Schlimmste. Ich muss auch mal wirklich darauf achten, ob die Punkte erhalten bleiben, wenn wir sterben. Ansonsten müsste uns ja irgendwas abgezogen werden. Aber selbst dann, also wenn die Punkte halten bleiben, stellen wir das ein Problem. Weil dann würde man ja, dann wäre ja der beste Weg, am meisten Punkte zu bekommen, seine Credits absichtlich aufzubrauchen, kurz vor Schluss. Nee, das wäre absolut bescheuert, wenn das der Fall wäre.
Also hier dieses, es gibt ja Spiele, da kann man eben Punkte farmen und das ist immer ein unglaublich schlechtes Design, wenn man so ein Highscore-System macht. Mir ist da zum Beispiel auch mal so ein Bug in den in Kirby's, wie hieß es nochmal? Also es gibt ja diese Breakout-Spiele oder Arkanoid, wie man es kennt, also mit dem Ball, also Pong, nur dass man da so Blöcke zerstört. Also Kirby's Block Breaker, da ist mir das mal passiert, dass ich den Ball zwischen so einen Block, der eigentlich nicht zerstörbar ist, und mein Paddle, ne, diesen Stab positioniert habe, dass der Block endlos, oh, ich greife gerade die ganze Zeit die Königin an, tut mir leid, Malede. Und so, dass ich quasi eigentlich den Gameboy hätte anlassen können und ich hätte endlos viele Punkte bekommen. Also in dem Moment war einfach das Scoring-System kaputt. In dem Moment hatte ich einfach, könnte ich quasi endlos viele Punkte haben. Also solche Sachen sind immer gefährlich. Puh, so, dann, nehme ich mal an, dass jetzt wird der Boss kommen. Das ist ja so prominent. Noch buffere Droiden. Also es hört ja gar nicht mehr auf. Oh Gott. Aber das ist ja schon wie im letzten Level wieder nur eine neue Gegnerart, ne? Alter, wie haben die mich erwischt? Heißt also, wir können ja einfach wegrennen. Was? Okay, tut mir leid. Ja, wir haben ja genug Credits. Und wir behalten die Punkte, wie ich sehe. Oh, ist das bescheuert, wenn wir die Punkte behalten. Oh, das meine ich. Gute Ansätze und dann haut das Spiel wieder einen raus. Und oh. Also ich... Okay, es ist schwer, an die zu kommen. So wie die drauf sind. Oh, shit. Also wir haben so irgendwelche komischen Traktorstrahlen. Alter. Kann ich jetzt bitte... Alter. Ich sollte sie vielleicht anvisieren, ja. Auf jeden Fall anvisieren. Also ich habe keine Ahnung, kann ich mich davor verteidigen? Wahrscheinlich nicht. Doch, kann ich. Oder? Okay, wenn ich nah rangehe, ist das kein Problem. Also einfach blocken. Oder auch nicht. Scheiße, okay. Okay, das könnte wirklich hart werden. Oder vielleicht hilft jetzt die Kombo, die ich habe, aber... Gott, die sind ja übel. Okay, da werden jetzt die Credits purzen, um Gottes Willen. Eieieiei. Auch dieser Startpunkt ist so behindert. Alter, was soll das? Ich meine, wir haben viele Credits, ja. Aber das könnte jetzt alles zunichte gehen. Also jetzt muss ich wirklich aufpassen. Kann ich die vielleicht so anlocken, dass nur eine? Ach, guck mal, da ist noch Leben. Ist hier auch was aus der Ferne? Nee. Warte mal, die schießen teilweise noch von da, ne? Wenn ich die Schüsse zu denen lenken könnte, ich will das schon wieder cheesen irgendwie. So, Schuss weg mit dir. Oh, sehr schön, sehr schön. Moment. Ich habe hier einen fetten Schieß gefunden, glaube ich. Warte mal, müssen die aufhören damit? Ja. Das ist aber irgendwie unregelmäßig, wenn die das machen. So, und zack, wieder zurück. Oh, Mann! Weg mit dir. Okay, der ist jetzt alleine. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die Scheiße verläuft. Weil, guckt euch das an, wie weit geht das? Ich bleib wieder hinter meiner Deckung ohne Scheiß. Weg mit euch, Alter. Weg mit dir, Kollege. Alter. Okay, der andere ist gerade weg irgendwie, also nicht zu sehen und er kommt nicht zu mir. Dann nutzen wir die Gelegenheit doch schnell, den zu erledigen. Komm her, Kollege. Warte, Moment, die Kombo. So wie wir es gelernt haben. Moment. Ist nicht so einfach auszuführen. Ja, sehr schön. Da! Habt ihr es gesehen? Bam! Den haben wir gezeigt. Okay, schnell weiter. Bevor der seinen Traktorstrahler einsetzt. Moment. Ah, nein! Oh, das ist natürlich fies, dass sie mich am Abstand halten und dann ihren Traktorstrahler einsetzen. Nein, Kollege! Können wir nicht darüber reden? Moment, wir haben noch Leben, ne? Okay. Wir holen uns die Leben. Ich glaube, der Wurf macht gar keinen Schaden. Okay, das sollte dann klar gehen. Ich weiß halt nicht, ob das schon der Boss war oder nur ein Vorgeplänkel. Weil das könnte ja auch eine normale Gegnerart sein. Okay, warte. Mhm. Oh, scheiße, ich bin nicht nah genug. Ich sollte ihn auch anvisieren.
Okay, das hat auch so geklappt. Puh, okay. Ja, also wenn der eine nicht irgendwie weg gewesen wäre, die hätten mich eiskalt erwischt. So, da, okay, jetzt kriegen wir wieder eine Energy. Ach, wahrscheinlich, wenn wir mal so weit kommen, können wir eine Reward bekommen. Und ich weiß, Force ist auch gut, aber wir müssen erstmal ein bisschen was aushalten. Danach würde ich die Force erhöhen. So, ach so, und dann, und ab 2000 kriegen wir eine Combo Award und ab 3000, wer weiß, was wir dann kriegen. Okay, so viele Kombos haben wir ja gar nicht mehr. Dann nehmen wir jetzt einfach hier die simplere von beiden. Ja, aber wie gesagt, das mit dem, dass wir da einfach, ich weiß nicht, ob wir da irgendwie Punkte abgezogen bekommen. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel ich am Ende hatte und wie viel er mir abgerechnet hat. Weil wenn wir es einfach sterben können, um da mehr Punkte zu bekommen, wäre das mega bescheuert. Das würde dieses System ad absurdum führen und nicht mehr motivierend gestalten. Und ihr seht auch, wie weit der Balken gehen kann, wie hoch man Obi-Wan leveln kann. Das ist richtig krank. Also, ich will nicht wissen, ob es da Leute gibt, die damals so viel Zeit investiert haben, um alle Jedis hochzuleveln. Ah, dann wären wir endlich bei Tatooine. Das könnte ein ziemlich langweiliges Level werden, wenn wir auch durch eine Wüste gehen. Ich würde ja gerne Podracing haben in dem Spiel. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Okay, aber damit geht es dann in der nächsten Folge weiter. Bisher läuft es deutlich besser. Wer gedacht hätte, nach dem oder seit dem Sumpf von Naboo geht es hier nur noch drunter und drüber. Wird sich wohl getäuscht haben. Bisher sind wir doch recht erfolgreich gewesen. Und wir haben einiges an Credits, die wir jetzt auch ins nächste Level mitnehmen. Aber das wäre es dann erstmal für diesen Part. War ja doch eine ziemlich lange Folge. Und ich denke mal, ich nehme die nächste auch dann direkt noch im Anschluss auf. Wir sind gerade on a roll. Also ich will es dabei belassen. Und also ich will diese Glückssträhne weiter, ich sag mal, ihr wisst schon, ausnutzen. Aber puh, ich glaube, vielleicht nehme ich doch eine kleine Pause. Einfach weil ich gerade merke, dass so ein bisschen das Sprechen mir ein bisschen schwerfällt. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt mal ein paar Taschentücher holen und dann denke ich mal, wird es nicht allzu verschnupft dann weitergehen. Also, bis zum nächsten Part.